Roberts. Hallo liebe YouTuber, heute zeige ich euch, wie ich den offiziellen Alexi Baxi Kanal gehatet habe. Ich werde euch dazu erst zu den Videos den Daumen runter und dann das dazugehörige Kommentar präsentieren. Und jetzt gönnt euch die ultimative Alexi Baxi Zerbestung, muhahaha. Ich habe für dieses Video jede Produktion auf Alexi Baxis Kanal gehatet und ein Bild davon gemacht. Es kann zwar sein, dass etwas zweimal vorkommt, weil man bei so einem Projekt Fehler kaum ausschließen kann, aber ich habe mir größtmögliche Mühe gemacht, diese zu vermeiden. Ich werde euch diesmal nicht wie in anderen Formaten die Kommentare vorlesen, da ich davon ausgehe, dass ihr alle lesen könnt. Stattdessen werde ich euch die ein oder andere Anekdote über dieses Projekt erzählen. Insgesamt muss ich sagen, dass so ein Projekt wahrscheinlich nicht nochmal von mir kommt, weil es einfach zu viel Ressourcen nimmt, aber in etwa gleiche Formate schließe ich nicht aus, muhahaha. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich ausgerechnet Alexi Baxi ausgewählt habe. Es gibt doch andere YouTuber, die es auch verdient hätten. Nun, ich wollte mir einfach jemanden zur Brust nehmen, der sich von Hatern wenigstens 1 bis 10 getroffen fühlt. Und das ist bei Alexis großem Ego der Fall. Er inszeniert sich gern als ultimativer Moderator für jede Sparte und hat mit seinem Erotik-Messe-Video seine Verantwortung gegenüber den extrem jungen YouTubern in meinen Augen verspielt. So was mag ich nicht und finde ich schlecht, muhahaha. Mit meiner Kritik stehe ich übrigens nicht alleine, da ich forschte nämlich etwas nach. Und einige YouTuber äußerten auch schon ihr Missfallen zu Alexi Baxi, darunter der allseits bekannte Obergangster-Sondereinsatz alias der Torpimp. Außerdem eignet sich Alexi Baxi auch besser als Ziel, weil er noch gerade so erträglich ist, dass ich sagen kann, dass er meine Aufmerksamkeit verdient, nicht so wie gewisse andere YouTuber, die durch schlechtes Verhalten auffallen und deren Namen ich aus dem eben gesagten Grund nicht erwähne. Jetzt bin ich aber wirklich still und ihr könnt das Video nun voll konzentriert genießen. Thank you.
Hier seht ihr zum Abschluss noch, was ich mit Alexi Baxis Kanal gemacht habe, damit jeder sieht, dass man sich vor einem Hater wie mir nicht verstecken kann. PS, achtet mal auf Alexis Abonnentenzahl. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Also gebt mir einen Daumen runter. PS, eure Videos sind schlecht, muhahaha.